Ja, unser nächster Vortrag ist Practical Cache Attacks von Network. Willkommen zum 36C3 zur Übersetzung. Alle Talks im Kongress werden live zwischen Deutsch und Englisch in eine weitere Sprache übersetzt. Für weitere Details und Informationen, wie die Streams genutzt werden können, besucht c3lingo.org. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, bevorzugt mit Hashtag C3T. Eure Übersetzer für diesen Talk sind GoonisBro und Ipin. A round of applause for Michael Kurth. Hallo, vielen Dank, dass ihr heute Abend gekommen seid. Mein Name ist Michael. Ich möchte mit euch die Research teilen, den meine Gruppe in meiner Masterthese gemacht hat. Also kurz zu mir. Ich habe meine Masterthese in Zürich absolviert und dann in Amsterdam. Arbeite jetzt als Cybersecurity Analyst in. Das hier sind die Menschen, die Leute, die das möglich gemacht haben, meine Supervisor, meine Kollegen, die mich unterstützt haben und die so viel Zeit und Aufwand auch in diese Forschung gesteckt haben. Das sind die wahren Rockstars hier. Ja, fangen wir mal an mit Cache-Attacken. Also Cache-Angriffe, die waren früher lokale Code-Ausführungsangriffe. Hier links zum Beispiel haben wir zwei virtuelle Maschinen, die Hardware sich teilen. Also die machen Timesharing für CPU und auch den Cache. Ne? Und ein Angreifer kontrolliert die VM2 und kann dann darüber. Auf der rechten Seite sehen wir JavaScript. Ja, also der Browser läuft oder teilt sich wieder eine Ressource mit einem anderen Prozess und auf die Art und Weise kann man wieder Angriff machen. Ja, diese JavaScript-Sache, die fühlt sich so ein bisschen irgendwie remote an, aber in Wirklichkeit wird das natürlich lokal ausgeführt, damit es überhaupt funktioniert. So, wir wollten jetzt mal gucken, ob man das weitertreiben kann und wirklich einen netzwerkbasierten Cache-Angriff fahren kann. Wir haben hier dieses Setting, wo der Client sich mit dem Server verbindet und dann haben wir eine Servermaschine, die von dem Angreifer kontrolliert wird. Ich will euch zeigen, wir können die Geheimhaltung auf dem Server brechen von der dritten Maschine, ohne da wirklich einzugreifen. Also die CPU auf dem Server hat noch nicht mal irgendetwas zu tun mit diesen Cache-Angriffen. Die merkt da gar nichts davon, dass wir hier Daten absaugen. Also schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Wir haben hier diese schöne Katze, die also eine SSH-Session betreibt. Jedes Mal, wenn die also eine Taste drückt, gibt es ein Paket zum Server. Das ist eigentlich immer so, wenn man irgendwie interaktive SSH-Sitzungen hat. Denn wie es ja schon im Namen wiedergibt, das ist interaktiv, nicht wahr? Wenn wir das jetzt unter der Haube mal anschauen, dann werden diese Pakete, die treffen den letzten Level Cache, den äußersten Level Cache. Der Angreifer startet jetzt diesen Angriff auf diesen selben Cache, indem er auch Netzwerkpakete schickt. Und indem er das tut, kann er die Ankunftszeiten der SSH-Pakete absaugen. Ja, denkt man sich, was kann man damit anfangen mit diesen Ankunftszeiten? Also wie wird dadurch die Geheimhaltung der SSH-Sitzung kompromittiert? Naja, Benutzer tippen halt in speziellen Mustern. Wir sehen das jetzt hier. Das E nach B kommt schneller nach B, als zum Beispiel C nach E käme. Und ganz generell, wir können es generalisieren und eine statistische Analyse machen. Hier die orangenen Punkte, die rekonstruieren die Arrival, die Ankunftszeiten.
ziemlich korrekt. Und korrekt heißt halt, wir können wirklich die genauen Zeiten rekonstruieren, wenn, wann, wo der Benutzer getippt hat, durch diese statistische Analyse der Ankunftszeiten. Und dadurch können wir herausfinden, was du in deiner privaten SSH-Session irgendwie getippt hast. Und das klingt jetzt echt, echt angsterregend und futuristisch, aber ich werde euch das zeigen, wie das geht. Gut, also zum Namen unseres Papers. Also die Tradition erfordert es einfach, dass ein Paper einen Namen hat. Und wenn man InfoSec Twitter sich durchliest, dann ihr wisst wahrscheinlich schon, was jetzt kommt. Nämlich bei uns hieß das Paper Netcat. Ja, okay, das war jetzt ein Wortwitz. Ne? Also in diesem Fall war Netcat für Netzwerk-Cache-Attacke. Und mit Humor, das funktioniert nicht immer so. Das geht manchmal nach hinten los und bei uns ging es massiv nach hinten los. Also wir haben da echt ein Twitter-Drama ausgelöst, dadurch. Der Tweet, der am meisten geliked wurde, war von Jake, von diesem Menschen namens Jake, der also twittert, welcher Idiot nennt eine Vuln Netcat? Ja, also ich bin dieser Idiot. Ne? Also gut, wie können wir das reparieren? Wir wurden von Intel mit einer Bounty belohnt und auch haben eine CVE-Number bekommen. Und falls euch das jetzt zu unbequem ist oder so, während des Twitter-Drama hat uns jemand einen alternativen Namen geschickt, also mit einem Namen und einem Logo. Also Neucut ist jetzt der neue Name. Jedenfalls, ja, wir haben was daraus gelernt mit dem Namensschema. Machen wir weiter. Gehen wir wieder zurück zu der Analyse unserer Verwundbarkeit. Eine kurze Zusammenfassung hier. Erstmal gehe ich auf den Hintergrund ein. Cache-Attacks, DDI, RDMA, die Schlüsseltechnologien, die wir brauchten für unsere Remote-Attack, dann der Angriff selber, das Reverse-Engineering, die Ende-zu-Ende-Angriff und am Ende natürlich die Demo. Cache-Attacks, die versuchen immer versteckten Zustand zu erhalten aus Software heraus, und zwar welche, die eigentlich nicht verfügbar sein sollte. Normalerweise geht das über geteilte Ressourcen, zum Beispiel geht das über bei einem Schloss kann man das über Geräusche machen, indem man schaut, wie das Schloss auf verschiedene Inputs reagiert. Bei Caches am Computer ist es fast so ein bisschen ähnlich. Dass Caches funktionieren so, dass sie Speicher, der häufig zugegriffen wird, eine kleinere Latenz gibt. Auf modernen CPUs gibt es meist diese drei Ebenen von Caches, nämlich einmal L1 zwischen Instruktionen und Daten geteilt und dann L2, was geteilt ist dazwischen. Falls es Daten gibt, die schon in dem Cache drin sind, dann kriegst du es direkt, ansonsten wird es aus dem Hauptspeicher geladen, was ein Cache-Mess dann ist. So, wie kriegen wir jetzt mit, dass ein Cache getroffen wird oder nicht? Weil wir können ja nicht direkt daraus lesen. Ja, wir können das zum Beispiel mit der Prime Probe machen. Das können wir zum Beispiel machen auch übers Netzwerk. Zum Beispiel, wie funktioniert Prime and Probe? Also, da geht es darum, dass der Cache erstmal in einen bekannten Zustand verfrachtet wird. Dann wartet der Angreifer darauf, dass das Opfer auf den Speicher zugegriffen wird. Und diesmal machen wir das Probing wieder und schauen uns die Zugriffszeiten an. Und dann sehen wir, wenn der Cache schnelle Ergebnisse liefert, dann wurde der Cache getroffen, ansonsten wird wohl der Hauptspeicher getroffen worden sein.
Das heißt, so kriegen wir mit, was zu, auf was zugegriffen worden ist. Was können wir mit diesen Cache-Hits und Misses machen? Wir können sie analysieren und diese Timing-Attacks, diese Timing-Analyse, können uns ziemlich viel über den Cache-Zustand sagen. Allein damit können wir uns Kryptoschlüssel rausfinden, besuchte Webseiten ermitteln oder Speicher leaken. Wie können wir das dann sowas übers Netzwerk machen? Eine Schlüsseltechnologie ist DDIO. Dafür müssen wir aber erstmal über DMA reden. DMA erlaubt einem PCI-Gerät direkt mit dem Hauptspeicher zu interagieren. Zum Beispiel, wenn es ein Paket bekommt, dann kann das PCI-Gerät das direkt in den Speicher tun. Und wenn die Anwendung damit was machen möchte, dann kann sie es einfach aus dem Hauptspeicher lesen. Mit DDIO kann das Gerät das direkt in den Cache tun, so dass es nicht mehr durch den Hauptspeicher gehen muss, sondern es kann direkt aus dem letzten Cache gelesen werden. DDIO steht für datendirekte Input-Output-Technologie. Es ist an auf allen Intel-Servern, Serverprozessoren. Es ist transparent für Treiber und Betriebssysteme. Das heißt, die meisten Leute haben wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass sich irgendwas geändert hat. Und es hat was ziemlich Drastisches geändert. Warum ist es überhaupt da? Wegen Performance natürlich. Hier haben wir ein bisschen ein Diagramm von Intel. Hier sehen wir den Unterschied zwischen verschiedenen Anzahlen an Netzwerkcontrollern. Und hier sehen wir, dass nach 4 Netzwerkkarten hört es auf zu skalieren, aber mit diesem DDIO funktioniert es auch weiter zu skalieren. Das heißt, es existiert, um Netzwerkanwendungen besser zu skalieren. Das andere, was wir benutzen, ist Remote Direct Memory Access, RDMA, also entfernten direkten Speicherzugriff. RDMA sorgt dafür, dass der Transport Layer direkt in Hardware passiert, also neben der Kernel. Und das hier sehen wir so ein Beispiel. Hier haben wir links den Client und rechts das Target. Und hier kann die Anwendung jetzt direkt Netzwerkdaten transferieren, ohne den Kernel zu involvieren. Also TCP-IP-Stack wird alles geskippt. Das heißt, wir können beliebige Sachen schreiben auf dem Target remotely. Hier noch ein Quote. Die Target-CPU wird das nicht in die Caches gehen. Naja, jedenfalls, das sind Technologien, die werden ziemlich häufig verwendet in den Backends von Server- und Cloud-Infrastrukturen. Also RDBMA könnt ihr euch aus öffentlichen Clouds wie Azure oder Huawei oder Oracle holen oder auch Alibaba. SMB und NFS können auch RDMA unterstützen. Andere Applikationen sind Hochverfügbarkeitscomputing, Data Centers und so weiter und so fort.
Also schauen wir uns nochmal die Details unserer Forschung an und wie wir diese Technologien jetzt missbraucht haben. Also wir wissen jetzt mittlerweile, dass eine geteilte Ressource durch das Netzwerk, auf das Netzwerk freigegeben wird, die DIO, und dass wir sowohl Read- wie auch Lese- und Schreibprimitives haben, um darauf zuzugreifen. Aber lass uns noch was klarstellen hier. Natürlich haben wir viele Experimente getan und das extensiv getestet, um die inneren Zusammenhänge zu verstehen. Aber doch haben wir hier zwei große Fragen, die wir beantworten müssen. Erstens, können wir einen Cache-Treffer oder Cache-Miss unterscheiden mit Netzwerk-Latenz und Paket-Queues und so weiter, Schlangen? Kann man da das Timing überhaupt richtig hinkriegen? Das wäre absolut notwendig für den Side-Channel, für die Seitenkanal-Attacke. Die zweite Frage ist, können wir den ganzen Last-Level-Cache auch tatsächlich angucken? Das wäre auch notwendig. Also, die erste Frage können wir hier mit diesem Experiment beantworten. Also, wir haben auf hier links ein bisschen kleines Code-Schnipsel, einen Lesezugriff. Wir schreiben dann auf diesen Offset und wir schreiben wieder auf den Offset. Das alles mit Zeitstempeln. So, was man jetzt sehen kann, ist, dass wenn man das also so 50.000 Mal macht und bei verschiedenen Offsets, dann kann man ganz klar die zwei Verteilungen unterscheiden. Ne? Die blaue ist jetzt, wenn das die Daten aus dem Hauptspeicher kommen, und die orangen, wenn die Daten aus dem letzten, auf dem Level 2 Cache kommen, aus dem Last Level Cache kommen. Man sieht hier auch die Netzwerkeffekte, also zum Beispiel die langen Schwänze von dieser Verteilung. Die kommen halt von Paketen, die irgendwie zu spät angekommen sind, irgendwie in den Schlangen hängen geblieben sind. Also kurze Seitennotiz, ne? Wir müssen wirklich hier auch reinschreiben in Cache, weil die DIO-Lesezugriffe, die machen mit dem Level 2 Cache nichts, mit dem Last Level Cache nichts. Wir müssen wirklich schreiben. So, das sind also die Bausteine für unsere Angriff. Aber wir brauchen jetzt immer noch das, was wir jetzt wirklich rausholen wollen. Wir brauchen jetzt die Angriffsoberfläche. Also können wir den ganzen Last-Level-Cache denn überhaupt sehen? Ist der jetzt sichtbar? Also leider nicht. Die DIO hat eine Beschränkung, dass nur 2 von 20 Cacheways verfügbar sind. Die gehören nicht nur dem DIO, die gehören auch der CPU, aber trotzdem, wir sehen nur 10% der Cache-Activity der CPU im Last-Level-Cache. Das ist irgendwie nicht so toll das hat nicht so richtig gut funktioniert für unseren ersten Attack. Aber andere PCIe-Geräte, eine zweite Netzwerkkarte zum Beispiel, benutzt auch dieselben 2 Cache-Wege. Und damit erreichen wir eine 100%ige Sichtbarkeit, was andere Devices, was andere Geräte auf dem Bus tun. Jetzt schauen wir uns also mal das End-to-End-Szenario an. Wie ich vorhin schon gesagt habe, haben wir jetzt dieses Setup, wo wir einen Client haben und einen Server haben und dazwischen die Maschine und eine davon wird von uns kontrolliert. Der Client sendet ein Paket über ganz normales Ethernet in die Netzwerkkarte. Es gibt eine zweite Netzwerkkarte am Server, welche es dem Angreifer erlaubt, eine RDMA-Operation zu starten. Wir wissen jetzt auch, dass alle Pakete und also alle Tastatureingaben machen mit dem Last-Level-Cache was. So, aber wie können wir jetzt dann diese Ankunftszeiten der Pakete rausfinden, weil das ist ja das, was uns interessiert. Also, da schauen wir jetzt mal genauer rein, wie so Ankunft von Netzwerkpaketen eigentlich funktioniert. Also, der IP-Stack hat einen Ringpuffer, der ist im Wesentlichen dafür da, damit man asynchrone Operationen zwischen der Hardware, also der Netzwerkkarte und der CPU machen kann. Also wenn jetzt ein Paket kommt,
dann wird das reingesteckt in die erste Position im Ringpuffer. Rechts auf der rechten Seite seht ihr das, was der Attacker sieht, der Angreifer sieht, die nur die Cache Activity sich angucken. Der sieht also, dass die Cache-Line bei Position 1 jetzt irgendwie aktiv ist. Ne? Wir wissen nicht, wo weitere Zugriffe dann hinkommen, aber wichtig ist jetzt, was beim zweiten Paket passiert. Beim zweiten Paket wird wieder eine Cache-Line getroffen, diesmal eine andere, und in diesem Fall ist es einfach die nächste Cache-Line. Und das nächste Paket trifft die nächste Cache-Line und so weiter und so fort. Und jetzt sehen wir, hier trifft sich ein schönes Treppenmuster, zeichnet sich hier ab. Also wir haben hier also ein vorhersagbares Muster, das können wir ausnutzen, um Informationen herauszufinden, wann Pakete gekommen sind und wann die empfangen wurden. Und das ist einfach deswegen, weil halt dieser Ringpuffer so vergeben wird, dass er sich nicht selber ständig übertrampelt, sondern dass also das neu antreffende Pakete nicht alte überschreiben. Das ist wunderbar für uns als Angreifer, denn das erlaubt es uns, ein Profil zu erstellen. Schauen wir uns das mal jetzt im echten Leben an. Hier sieht man das Muster, wenn der Server ständig Pings empfängt. Da sehen wir, dass der Server auch wieder Positionen wieder verwendet. Hier ist wichtig, dass es hier keinen, hier wird nicht der Inhalt der Daten gespeichert, sondern bloß die Metadaten. Aber das reicht uns für SSH, weil wenn wir uns diese Delays anschauen, dann können wir uns anschauen, wie der Nutzer tippt, und dann kriegen wir so. Es ist eine Zwei-Stufen-Pipeline. Der schaut sich ein paar Cache-Lines an, die er die ganze Zeit beobachten kann. Und wenn er sieht, wenn er jetzt Aktivität sieht, dann verschiebt er das Fenster so, dass er beim nächsten Mal vielleicht wieder richtig treffen wird. Wir wollen nämlich viel schneller sein als die SSH-Pakete, die auf dem Server ankommen. Und dort links sieht man, was der Online-Checker macht. Hier ist so ein kleines Fenster, was sich der Online-Checker anschaut. Und dann gibt es da immer so ein kleines Fenster, was noch ein bisschen heller ist. Das sind die tatsächlichen Netzwerkpakete. Also man sieht, es ist so ein bisschen Störung auch drin. Wir kriegen nicht genau die Paketzeiten. Und deswegen brauchen wir auch noch eine zweite Stufe, nämlich den Extractor, der offline arbeitet. Er versucht, die Informationen des Online-Trackers auszunutzen, um und er versucht dann die Paketzeiten von unterschiedlichen Wörtern zu generieren. Jetzt haben wir verschiedene Paket-Ankunftszeiten, aber jetzt wollen wir daraus Wörter generieren. Wie ich euch vorher gesagt habe, Benutzer oder Menschen haben so bestimmte Tippmuster. Und damit konnten wir einen statistischen Angriff durchführen. Und eigentlich haben wir da bloß Machine Learning gemacht zwischen den Latenzen beim Tippen und den Wörtern oder den Buchstaben. So, wir haben 20 Leute genommen, die frei und auch vorgegebene Text transkribiert haben.
Jede davon haben wir einen Punkt generiert für jedes Wort und dann haben wir quasi einfach bloß einen K-Nearest Neighbor draufgeworfen und ja, der Grund, warum wir so einen einfachen Algorithmus benutzt haben, ist, um zu zeigen, dass so ein Remote Cache Attacke schon ausreicht, um diesen Angriff zu launchen. So, schauen wir uns das mal genau an. Wie gut funktioniert das? Links sehen wir den Klassifizierer auf normalen Tastaturdaten. Dort sehen wir die Genauigkeit. Und links sehen wir es bei einer lokalen Tastatur, was quasi der Best Case ist. Man kriegt genaue Zeiten raus. Und da haben wir eine Genauigkeit von 40%. Und Top 10 Accuracy. Da gibt es dann eine 85%ige Genauigkeit, wenn wir sagen, dass die dass einer der Vorschläge in den der richtige ist in den Top 10. Und wenn wir das jetzt über das Netzwerk machen, dann haben wir 11% weniger Genauigkeit und die Top 10 Genauigkeit ist dann ungefähr 60%. Wir haben jetzt bloß einen einfachen Machine Learning Algorithmus benutzt. Da denken wir, das reicht, um zu zeigen, dass es möglich ist, solche Attacken durchzuführen. So, jetzt wollen wir natürlich das ganze Ding sehen. Da ich ein bisschen nervös hier bin auf der Bühne, würde ich das lieber nicht live auf der Bühne machen, sondern ein Video davon zeigen. Daher habe ich ein Video mitgebracht. Hier rechts sieht man das Opfer. Der wird gleich eine SSH-Session beginnen. Links sehen wir den Angreifer. Dort unten ist der Online-Tracker und oben ist der Extraktor, der die Wörter hoffentlich erraten wird. SSH-Session wird aufgebaut und links ist der Angreifer und der fängt jetzt an, der profiled ist und dann ist der wird der Victim geprofiled. Und jetzt, es dauert jetzt ein bisschen links, aber das liegt einfach an dem Algorithmus, der ein bisschen braucht. So, und dann seht ihr jetzt gleich links die Wörter auftauchen, die rechts getippt werden. Und wie ihr seht, können wir die Wörter tatsächlich erraten, indem wir Netzwerkpakete zum gleichen Server senden, weil wir die wichtige Information rauskriegen können, wann die SSH-Pakete empfangen worden sind. Also jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kann man sich dagegen schützen? Also zum Glück geht es hier nur um die Server, nicht so sehr um die Clients. Aber aus unserem Standpunkt her ist das Einzige, was man machen kann, ist entweder die DIO abzuschalten oder kein RDMA zu benutzen. Beides hat natürlich dann einen Performance-Einfluss. Ne? Wir sprechen hier von 10-18% weniger Performance, je nach Applikation. Und wenn man nur das RDMA abstellt, dann muss man wahrscheinlich die ganze Applikation neu schreiben. Also Intel haben, also bei Intel klang das ein bisschen anders, ne? Also lest es selber.
Hier steht also, man sollte die von... also was unvertraute Netzwerke bedeutet, das, da kann man darüber diskutieren, aber ja. Also ich war sehr stolz, dass wir akzeptiert wurden am September 2019 und dass wir hier eine Public Disclosure bekamen und natürlich auch den Preis. So, also zusammenfassend, also die gesteigerte Performance der Peripherie musste dazu führen, dass Intel den Last Level Cache in den schnellen IO-Pfad auf den Prozessoren platzieren musste. Und das hat dann mikroarchitekturelle Bestandteile exponiert. Unsere Vulnerability ist die erste DDIO-Seitenkanal-Attacke. Wir glauben, wir haben nur die Oberfläche hier wirklich angekratzt. Also wir denken, dass da gibt es Storage-Devices, Speicher-Devices, die Cache-Aktivitäten von Speichergeräten. Es gibt sogar so etwas wie eine grafische GPU, Redirect, dass die dann den Cache von der CPU benutzen, aber das ist nochmal eine ganz neue Geschichte. Also wir denken, es gibt hier noch viel mehr zu entdecken. Bleibt dran, ja. Wir können nur sagen, vielen, vielen, vielen Dank an euch alle und alle Freiwilligen, die hier bei der Konferenz mitgeholfen haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Michael. Wir haben noch ein paar Fragen. Zeit für Fragen. Stellt euch an dem Mikrofon. Ich sehe jemand bei Mikrofon 7. Vielen Dank für deinen Vortrag. Ich habe eine Frage über die Maschine. Normalerweise tippe ich nicht irgendwelche Wörter mit Dollarzeichen und so weiter. Hast du da das dir auch mal angeschaut? Naja, was wir zeigten, ist, dass man Passwörter leaken kann. Das Problem mit Passwörtern ist, dass man die nochmal ein bisschen anders tippt. Und dann wird es ein bisschen schwer, weil wenn man dann große Studie macht, wie sie Passwörter tippen, dann fragt man sie entweder nach ihren echten Passwörtern, was nicht so ethisch wäre, aber oder man fragt sie nach anderen Passwörtern, aber dann könnten sie eventuell andere Stile haben, wie sie das Passwort tippen. Und natürlich gilt das Gleiche auch für Kommandozeilen-Sachen. Da hatten wir einfach nicht den Wörterkorpus gehabt. Dafür. Na gut, Frage von Mikrofon 1. Vielen Dank für den Vortrag. Wie war das mit dem originalen SSH Timing Attack Paper? Das war, glaube ich, von 2001 oder so, ja, genau. Was denkst du, könnte man da, warum es dagegen nichts gibt, könnte man da nicht irgendwas machen? Naja, wir haben uns wir hatten auch befürchtet, dass es irgendwie eine Form von Delay gibt oder so seit 2001, aber es scheint einfach bloß so eine Art Trade-off zwischen der Interaktivität und der Sicherheit zu geben. Aber es ist auch ein bisschen schwer, soweit ich weiß, irgendwelche künstlichen Pakete dazwischen zu tun, sodass, wenn man es zu einfach macht, dann könnte man die eventuell einfach rausfiltern. Aber ich weiß nicht genau, warum sie das sich nicht diesbezüglich angepasst haben oder so. Mikrofon 4, bitte. Wie sehr müsst ihr den, wie gut derjenige tippt? Also kommt es darauf an,
ob sie mit zwei Fingern alle Tasten raussuchen oder wie funktioniert das? Na, wir haben da bloß diesen einfachen Machine Learning Algorithmus draufgeworfen. Also wenn es da keine Korrelation gibt zwischen alten Wörtern und neuen Wörtern, dann können wir euch keine Garantien mehr über die Genauigkeit machen. Mikrofon Nummer 8, bitte. Dazu noch, ist das nicht eine getargetete Angriff, weil man das auf der Person trainieren muss, die man angreifen möchte? Wie gesagt, die Forschung war nicht für Next Level Machine Learning von dem Tippverhalten, sondern wir haben tatsächlich sogar die Information genutzt, welcher Nutzer getippt hat. Aber was man hier verallgemeinern kann, man kann tatsächlich Benutzer in verschiedene Kategorien von Tippmustern unterteilen. Und da konnte man jede Person in eine von 7 Kategorien unterteilen. Und es gibt, glaube ich, auch schon Online-Tracker, die dein Tippmuster benutzen, um dir personalisierte Werbung zu zeigen. Aber wir wollten nicht so richtig in die Tiefe davon zu gehen. Und noch eine Frage aus dem Internet. Habt ihr das mal auf einem Netzwerk mit hoher Latenz probiert? Wie zum Beispiel im Internet? Wir gehen schon so von einem konstanten Latenz aus, sonst geht unsere Timing Attack nicht. Wir haben es so ein bisschen in Datenzentrum-Topologien getestet. Wenn man das anders machen möchte, dann müsste man den Benutzer fragen, das mehrmals zu tippen, aber das ist irgendwie unrealistisch. Mikrofon Nummer 1, bitte. Wenn das Opfer etwas in die SSH-Session pastet, dann könnt ihr das immer noch machen? Nein, dann kann man nichts machen. Dann wird es alles auf einmal gesendet. Dann gibt es da keine Timing-Attack-Möglichkeit. Es gibt noch eine Frage von Mikrofon 6, die ich nicht sehe. Soweit ich das verstehe, kann bloß festgestellt werden, dass irgendein Paket angekommen ist. Das heißt, wenn es eine zweite SSH-Session gäbe, würde es komplett kaputt gehen, der Angriff. Ja, es gibt schon Probleme mit anderen Netzwerkpaketen, da nutzen wir eine Heuristik und die Heuristik funktioniert so, dass SSH häufigerweise eigentlich immer zwei Pakete direkt hintereinander sendet und ich könnte mir vorstellen, dass wenn es eine zweite SSH-Session gäbe, dann könnte es wahrscheinlich komplett kaputt gehen auch. Dankeschön. Mikrofon Nummer 7, bitte. You always said there was you were using two connectors or like in. Hier, du hast gesagt, es gibt zwei verschiedene Netzwerkkarten benutzt. Müssen die unterschiedlich sein? Können sie die gleiche sein? Na, wir haben bloß eine Netzwerkkarte genutzt, InfiniBand, und das andere war eine ganz normale Network Interface Controller. The thing with InfiniBand, it doesn't use the ring buffer.
Wie wäre das, wenn es andere auch InfiniBand wäre? Naja, das wäre eventuell ein bisschen komplizierter, weil wenn die dann beide das den RDMA benutzen, dann wäre das ein bisschen problematisch. Thank you. Mic one. Ja, hallo. Ich weiß, es ging es nicht wirklich darum hier, aber können Sie sagen, wie praktikabel dieser Timing-Attacke wirklich ist? Also wenn man jetzt wirklich mal eine echte Simulation machen würde, nicht so unter kontrollierten Umständen. Also was ist das State of the Art? Wo stehen wir da? Jetzt geht es um die Timing-Attacke, ne? Ja, nicht um den Hash. Ja, ja, also die ursprüngliche Forschung, die wir 2001 gemacht haben, seit dann haben viele Forscher gezeigt, dass Typing-Attacks möglich sind, dass man die auch von JavaScript aus aufrufen kann. Es ist schwer zu sagen, also die meisten Forscher haben unterschiedliche Datensätze, also man kann die nicht so direkt vergleichen, aber generell wir haben einen großen Wortkorpus verwendet, aber trotzdem hat es funktioniert. Nicht super präzise, aber es hat schon funktioniert. Also ich glaube, das ist möglich. Also, aber um jetzt das in eine echte Attacke draus zu machen mit hoher Verlässlichkeit, da bräuchte man eine Menge Daten und weiterentwickelte Techniken, die es gibt. Es gibt da weitere Maschinenlernansätze, die da funktionieren mit verschiedenen Vorteilen. Ja, Ladies and Gentlemen, hier ist der Mann, der den Netcat-Wallen gefunden hat. Das war die deutsche Übersetzung von